Hallo Ali, willkommen beim Lenkverflug. Das wird wieder ein guter. Ich sitze nämlich da und habe was zu naschen dabei. Weil ich nasche ja nicht. Oh weh. Liebe Freunde der Blasmusik, Samstag ist ein Samstag am Pfingstwochenende. Ein Samstag, der danach schreit, ins Kindergarten gekommen zu sein. Was du ja hoffentlich schon gemacht hast, denn sonst ist es ja schon zu spät. Ja, mein Brillenputztuch ist weg, es liegt am Boden. Das heißt, es wird dann nicht besonders gut putzen. Ich treibe gerade den Optiker in den Wahnsinn. Denn ich habe das Thema, dass ich mit der neuen Brille Probleme habe, die ich mit der alten Brille nicht hatte. Konkret habe ich den Eindruck, subjektiv, dass der nahe Bereich, also die Gleitsichtabteilung, in der neuen Brille zu weit oben beginnt. Was total irritierend ist, weil ich ja beim Vermessen für die neue Brille den Kopf extra höher gehalten habe, damit subjektiv diese Linie fällt. Und leider ist der alte Vermesser nicht mehr im Betrieb. Wobei ich gerade am Verhandeln bin, ob ich den nicht vielleicht kriege. So, ins Kindergarten. Schauen wir mal. Ich kaufe ja jeden Schaß, ihr wisst ja. Egal, es gäbe ein Kinderspielparadies, das mich interessieren würde. Relativ weit weg, aber wirklich günstig. Warte. Wo ich, ja, überlege. Warum stammel ich denn so rum? Ich stammel so rum, weil ich zu Hause ein Thema hatte, über das ich mit euch reden will. Kommt ein Riesenhund. Muss eine Docke sein, aber er hat zu wenig Supper für eine Docke. Ein Hund, der größer ist als meiner. Mein Hund hat heute jemanden Angst gemacht. Weil, schaut aus wie ein Labrador und ist so groß wie eine Frau. Jemanden ganz netten, und mein Hund führt sich immer so auf, dass sich alle fürchten. Ja, und das Thema fällt mir nicht mehr ein. Ich bin da beim PC gesessen, habe geschnitten, den Vlog von gestern. Hab mir gedacht, ach, darüber rede ich heute, das merke ich mir. Ja, ich habe gesagt, ich merke mir es. War vielleicht ein bisschen naiv. Naja, jedenfalls ist das jetzt so. Kann ich nicht ändern. Und der rechnet es nicht mehr online, jetzt kriege ich einen Kizi. Oh ja, ist er. Ist die Frage, wie ich tue. Ich denke mal nach. Vielleicht fällt es mir ein. Ich glaube es nicht. Und dann reden wir nächstes Mal weiter. Na klar, unterbrechen. Willkommen beim Lenkbach-Vlog. Schön, dass du dabei bist. Ich stehe da in der Küche und widme mich zeitweise dem Spargel und zeitweise widme ich dem Grießsteinchen für eine nette Familie. Und habe gerade folgende Gedanken so im Kopf. Jetzt ist Samstag und ich habe offen. Und es kommen Leute. Wenn ich jetzt mehr Samstage aufmache, dann kommen mehr Leute. So die Theorie. Wenn ich das aber tue, habe ich keine Zeit, dass ich expandiere. Das ist schwierig. Das ist richtiger Stress, sage ich euch. Jetzt weiß ich nicht so recht, was ich damit tue. Habt ihr eine Idee dazu? Ich nicht. Ich werde jetzt mal den Spargel da testen. Oh, der ist fiedrig. Agnes, der ist fiedrig. Na, so schlimm ist es gar nicht. Das Problem ist jetzt eher,
dass meine Frau den Spargel, die will den Spargel im Speck. Und ehrlich gesagt ist das ein bisschen schwierig. Also der Speck an und für sich, der vegane, vegetarische Speck an und für sich, ist ja schon ein widerspenstiger Hund. Und wenn du den dann noch um einen Spargel überwickeln willst, dann wird das so eine richtige Herausforderung. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mir das antun soll. Was meint ihr? Ja, was du immer sagst, das zählt nicht. Was? Sie schimpft schon wieder aus dem Wohnzimmer. Ja, also die eigentliche Überlegung ist, jetzt habe ich die Sache, dass ich eigentlich ja schon betriebsbereit bin im Museum. Wenn ich jetzt aber nicht expandiere, wird es natürlich laufend uninteressanter. So, jetzt ist er gekommen, deshalb geht. So, zurück zum Thema. Die Frage ist also, macht es Sinn, öfter aufzumachen und nicht so stark zu expandieren? Oder macht es mehr Sinn, weniger aufzumachen und mehr zu expandieren? Das ist so die Überlegung, die man sich fragen muss. Ja, so ist es. Das gerollter Spargel. Spargel im Speck. Boah, oder? Was der Herr Schmatz alles für seine Frau tut. Und das Problem ist, der Herr Schmatz weiß nicht so recht, wie er den da drinnen jetzt umdreht. Das hat dann den Effekt, dass alles hin ist. Ja, das ist so das Konzept. Ich habe zwei Themen inzwischen, über die ich reden will. Und ich habe beide Themen original vergessen. Das ist so das, was... Ja, und natürlich habe ich gestern gefilmt für heute. Das heißt, ich wollte gestern für heute filmen. Ich brauche jetzt nicht dazu sagen, dass das gelegentlich gescheitert ist, oder? Ja. Ah, Tzatziki ist was gut. Vor allem beim Simo. Ja. Also. Ich brauche Werkzeug. Und ich weiß nicht, ob der Zimmer rauskommt. Die Frage ist, wie man das handelt und wie man das so macht. Also das kannst du vergessen mit dem gewickelten Spargel. Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Aber schwarz ist er schon einmal. Das ist schon mal prima. Die Schwarzen kriegt die Frau. Ja, aber so ein widerspenstiger. Es ist unglaublich. Weder drehbar noch irgendwie wendbar. Na egal. Morgen mache ich Kartoffelpüree. Das ist kein Problem. Das kann ich. Ah, oh, ich glaube, das Video werden wir abbrechen. Das wird nichts. Oh, so ein Ärger ist da. Ah! Aber so ein Krastspargel. Unglaublich. Ork ist der. Ork. Na. Jetzt geht's wieder nach dem Essen, wisst ihr. Habe ich euch schon erzählt, dass ich heute mit Microsoft zu tun hatte? Aber nicht so, dass mich die angerufen haben, sondern dass ich ein Office von einem Rechner auf den anderen übertragen wollte. Und zwar eines, das erst seit 3-4 Wochen in Betrieb ist, aber der Rechner halt jetzt kaputt gegangen ist. Also kaputt, der Rechner jetzt ersetzt wird, sagen wir so. Und da gibt es keine Möglichkeit, die Lizenz zu deaktivieren. Wenn du bei Adobe bist, kannst du das Produkt deaktivieren und auf einen anderen Rechner wieder aktivieren, was ja total zielführend ist. Bei Microsoft geht das nicht. Ich habe sogar versucht, das Ding vom alten zu deinstallieren, nur so wie es sehe. Wegen der Aktivierung war es gewesen. Es wird nicht deaktiviert. Okay, dann klicke ich halt dort auf Support-Artikel und dann kommt so ein Bot. Ich liebe die Bots. Die Bots kennen sich überhaupt nicht aus und ich mag das total, wenn mich die nerven.
So, dann habe ich dort mal gewartet, was passiert, und dann hat er ihm festgestellt, dass das Office nicht aktiviert ist, und dann hat er weitergetan, und dann hat er gemeint, ich muss mich anmelden, dann habe ich mich angemeldet, und dann weitergetan, und dann hat er gemeint, ja, er kann den Fehler nicht beheben, weil Fehler so und so, und ich kriege einen Rückruf. Ich kriege einen Rückruf, hat er gesagt. Ich muss mich nur nochmal anmelden, habe mich nochmal angemeldet. Und dann hat er gemeint, ja, gib mir deine Rückrufnummer. Und dann gibt es die amerikanische Vorwahl, 0, also plus 1, und es gibt die deutsche Vorwahl, plus 43. Ich bin in Österreich. Auch der Account ist Österreich, würde ich nur sagen. Na, wie dem auch sei. Ich bin ja schon ein gebranntes Kind und weiß, was man in der Will verändern muss, damit man ein anderes Land ist. Hab das geändert. Dann durfte ich österreichische Nummer eingeben. Dann hat er gemeint, er ruft mich in einer Minute zurück. Fein, haben wir gedacht. Nach einer Stunde haben wir gedacht, na, probiere ich es nochmal. Hab das nochmal gemacht. Wieder nichts passiert. Dritten Mal wieder nichts passiert. Und vierten Mal hat er gesagt, die Anzahl der maximalen Rückrufe ist überschritten. Hat mich aber keiner zurückgerufen. Ich habe dann mit meinem Wissen von der Vergangenheit von Windows XP habe ich Microsoft Aktivierungshotline angerufen. Und da ist es nicht möglich, mit jemandem zu sprechen, außer du kennst ein paar Tricks. Habe ich meine Tricks angewandt. Und dann meint er, so, das Aktivierungscenter ist geschlossen. Aber Sie können mit einem englischen Mitarbeiter sprechen, wenn Sie wollen. Habe ich den englischen Mitarbeiter. Dann habe ich gewartet 44 Minuten. Ich habe nachgeschaut. 44 Minuten. Und dann hat ein Inder abgehoben. Ja, einer von denen, die dich immer anrufen, ja, um dir irgendwas reinzudrücken, die nicht von Microsoft sind. Aber da hat echt ein indischer Kollege angerufen. Na, ist egal. Hab dann mit denen herumgeschwafelt und da musste ich mich wieder anmelden. Der hat mir eine E-Mail geschickt und bla bla bla. Und dann hat er ernsthaft die Aktivierung ausgeschaltet und ich kann wieder neu. Ich bin stolz auf ihn. So, und du glaubst, die Geschichte ist zu Ende? Nö, die Geschichte ist nicht zu Ende. Denn jetzt, vor 10 Minuten, läutet mein Telefon und es ist dran Microsoft Österreich. Also, steht am Display, ist ja gespeichert. Und dann sagt mir ein Tonband, ja, Ihr Rückruf wurde storniert. Ja, wurde storniert. Weil wir haben ihn keinem Agenten zuordnen können. Tja, Pech. So nach dem Motto. Finde ich super. Finde ich ein tolles Geschäftskonzept, dass man einen Rückruf anbietet in einer Minute. Der passiert dann nicht und dafür 4 Stunden später einer, der dich informiert, dass du nicht zurückgerufen wirst. Finde ich toll. Das ist ein glorreiches Konzept. Da bin ich voll dafür. Das mache ich jetzt. Das machen wir auch so bei den Behörden jetzt. Das ist gut. Bei den österreichischen Behörden machen wir es. Ja, wir haben ziemlichen Spaß im Kindergarten. Ich habe den Spargel in Speck eingewickelt für meine Frau. Ja, so bin ich. Und sie hat fleißig gegessen, die anderen auch. War echt lecker. Ich habe da so einen Tomatenreis dazu gemacht. Den kann ich schon. Ein bisschen körnig war, aber er war okay. Und das Tzatziki hat dazu gegeben. War gutes Essen. Und morgen ist eben der Plan, wie schon angekündigt, dass ich die Kids ans Kartoffelschälen schicke. Und die sollen was tun. Und ganz genau genommen sollte ich jetzt raufgehen und den Mähroboter holen. Denn der hat sein Messer ziemlich, wie soll ich sagen, rasiert. Hat er sein Messer. Also er hat das Messer ziemlich kaputt gemacht. Der braucht ein neues. Und dann hätte ich ja schon die Motoren da. Die könnte ich auch einbauen. Und dann werde ich noch mit Kollegen verhandeln, ob man das filmen, wenn er das noch repariert. Das sind jetzt so die Sachen, die so anstehen. Ja, ist doch eine glorreiche Sache. Ein paar Kunden sind da. Wie viele? Schwer zu sagen. Kann ich, glaube ich, gar nicht sagen, wie viele. Aber werden wir auch noch irgendwie feststellen. Nein, kann ich nicht feststellen. Und in Niederösterreich sind gar nicht viele heute. Also eher mehr ohne Niederösterreich-Card. Das ist ja mal neu. Schauen wir mal. 18, nur 3 Kunden mit Niederösterreich-Card. Ist nicht viel, oder? Ja, denke ich mal. So, ich gehe was heute. YouTube-Erschläge vom 18.05.2024. No, Windows 11 does not ruin gaming performance. Theo Chu. Geladen. ENBW, der Tarifwechsel der Hölle. Brain Dump. New Life for an Old Mac with KDE Neon, Action Retro, ein Dübel, der alles zusammenhält, ZDF Magazin Royal. OFGB, dieses Tool macht Windows werbefrei, Windows-Ära, alles ohne Windows, unser Serie-Verschlag, SysOpTV. You Love, You Restart, Momem,
Ultimate Die Guide, Great Bootable Hirons, USB Vent Toy. This is not my interest and no shorty from the old guy. Weil wir gerade von, ihr wisst doch, ich habe doch schon, habe euch sicher vor ein paar Jahren mal erzählt, wie das war mit dem Boot. Ich habe mir mal eingebildet, ich brauche so einen USB-Boot-Stick, mit dem man alles installieren kann und so, gell? Und ich habe da ewig rumgekackt. Jetzt gibt es ein Tool, das machst du einmal USB-Stick, dann kopierst du ISOs drauf und das rennt. Ich habe das heute ausprobiert auf verschiedene Rechner. Zeiten ändern sich, nur nicht zu früh damit beschäftigen. Ja, das war's schon wieder. Morgen! Morgen wird paniert. Da werden wir uns beim Panieren unterhalten. Du schälst die Kartoffeln, das haben wir eh schon besprochen. Und ich werde panieren und dann wird alles wunderbar und beklebt. In diesem Sinne, bis später, bis dann mal irgendwann morgen auf den YouTube-Kanal.